Dann, liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wie das letzte Mal angekündigt, will ich mit John nochmal versuchen, den letzten Schatz zu finden, der uns, glaube ich, noch fehlt und uns zum ultimativen Schatzsucher macht. Ich hatte ja schon vermutet, dass er... Warte mal, war das der Zugang zur Festung? Vielleicht könnte das doch der Weg sein. Ich hatte das letzte Mal verwechselt, die Serpentinen, die wir mit den Soldaten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das der Ort ist und... Den werden wir jetzt mal besuchen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht so eine Riesenrunde machen. Wir können von hier, wenn wir hier sind, vielleicht hier quer durch den Wald reiten. Und hoffentlich, vielleicht, ist das der Ort, den ich mir jetzt nochmal anschauen werde. Gucken wir mal rauf. Also, ja. Gut. Man müsste irgendwie so einen Weg oder so einen Pass hoch erkennen. Mal sehen. Ich meine, hier sieht man ja auch schon Berge, ne? Von hier aus. Aber es ist noch nicht so deutlich, würde ich sagen. Okay, dann reiten wir über die Gleise. Und biegen dann hier rechts ab in den Wald. Da es hier nicht besonders steil ist, sollte das auch kein Problem sein. Außer natürlich, dass uns wieder irgendwelche Bären, Wildschweine, Wölfe anfallen können. Das ist natürlich möglich. Leider ist das Wetter jetzt nicht ganz so gut, aber schaut mal, da sehen wir doch schon irgendwie so eine Bergspitze, die das irgendwie schon sein könnte. Ja, das ist das doch. Das ist doch der Pfad da hoch. Oder? Na, sah so ähnlich aus, würde ich mal sagen. Wir gucken nochmal rein in die Karte. Die Frage, ob das jetzt der richtige Weg ist. Naja, wir reiten mal hoch. So in etwa passt das schon. Bloß das dann irgendwie... Bin mir sicher, aber wir folgen einfach erstmal dem Weg hoch. Ja, der Cody Rock. Da sind wir schon oben. Und? Noch sehe ich keinen Schatz. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ob das irgendwie oben noch ausbeschildert ist, beschrieben ist, wo der Schatz dann ganz genau sein soll. Da ist irgendwie so ein Fels. Größerer hier hinten vielleicht. Falls ich überhaupt richtig bin hier, ne? Oh nein! Oh Gott, das war knapp. Jetzt wäre ich beinahe komplett abgestürzt. Schneeglöckchen können wir hier pflücken. Ah. Okay, hier ist erstmal eine Höhle. Das ist ja schon mal interessant. Ach, und hier drin ist der Schatz. Alles klar. Beim Schatz ist komischerweise immer auch eine Kiste. Das ist auch irgendwie skurril. Ist das hier eine Bärenhöhle? Gut, aber das ist jetzt wirklich der letzte Schatz, oder? Ja, ich bin gespannt, ob jetzt noch irgendwas Besonderes folgt. Oder ob es das einfach war mit den 10 Goldbarren. Ja, es ist auf jeden Fall der letzte. Weil wir bekommen keine andere Karte. Stonewalls Gold. Na, das ist doch großartig. Sehr schön. Stonewall Jackson ist wahrscheinlich gemeint. Alles Gold aus dem Krieg. Aber das war's jetzt. Bundesagenten-Outfit. In der Schatzsuchertasche kannst du doppelt so viele verbrauchbare Objekte verstauen. Okay, das ist die Belohnung. Dafür, dass man das jetzt alles gefunden hat. Naja, ein bisschen. Ja, und okay. Und wir haben das Bundesagenten-Outfit entdeckt. Mit ihm bist du immun gegen jede Strafverfolgung. Das nützt uns ja jetzt großartig was. Okay, alles klar. Müssen wir den Weg zurück
Das finden wir auch so. Wir reiten wieder quer durch den Wald. Erstmal runter. Aber immerhin, wir haben diese Schatzgeschichte beendet. Im Großen und Ganzen ist es doch in allen Spielen, finde ich, immer amüsant, Schätze zu suchen. Mag ich eigentlich gerne sowas. Wobei man sagen muss, in Red Dead 2 war es deutlich anspruchsvoller. Hier wollte ich nicht runter. Deutlich schwerer, die Schätze zu finden. Und da habe ich, glaube ich, auch nur einen wirklichen kleinen Teil der Schätze überhaupt gefunden oder bin denen überhaupt nachgegangen. Zumal ich auch noch nicht alle... Oh, hier ist jemand wirklich in Not. Beziehungsweise schon zu spät. Den hat es hier massiv erwischt. Aber was das für ein Wolfsangriff war, Wahnsinn. Ja, ich wollte sagen, da war es ja schon die Schwierigkeit, an die Schatzkarten selbst zu kommen. Also da musste man ja bestimmte Aktionen durchführen. Leute auch teilweise ausrauben, Schatzjäger gefallen. Um überhaupt an die Karten dann erstmal zu kommen. Und dann die noch zu finden, das war wirklich auch eine Herausforderung. So, und das ist, glaube ich, schon wieder unser Grundstück, ne? Das ist unser Zaun hier. Ja. Okay, dann reiten wir mal runter. Und ich denke, damit Jack jetzt irgendwie mal aufhört mit der Schießerei, werden wir ihn jetzt mal ansprechen. Vielleicht können wir mit ihm Schießübungen machen oder irgend sowas. Frag mich überhaupt, wenn er hier so viel rumballert, warum gab es hier dieses Krähenproblem? Tensing up. I'm not. You are. Your back's tense and it's making the rifle jump. You're holding it wrong. Here, let me show you. I don't need you to show me, Paul. I guess not. Don't show me and you'll just run off again or something. It's better I teach myself. I ain't going nowhere. Whatever you say, Paul. Don't be like that. Sorry. Wolf's been after the herd. Gotta get out there and scare him off. You wanna come with me? Safer with two. Okay. Das ist wahrscheinlich die Herde, die wir da alleine gelassen haben. Come on! The dog will soon sniff him out! Yeah! Na los! You know that. Why you gotta treat me like a kid? That's what fathers do. I'm just trying to look out for you. You can't just decide to be a father when it suits you. What about the rest of the time? Come on, Jack. That ain't exactly fair. One minute you're telling me to be a man, the next you tell me I'm just a boy. It's gonna take a while for things to get back to normal. Normal? Was it ever normal? I don't know, but it'll get better, son. I promise. I'm sorry, Paul. You don't need to be. I don't mean to be moody. I'm glad you're home. I really am. It's just, every time you go off, well, I worry you're not coming back. I swear, if it was down to me, I'd never have gone anywhere. They can't make you, can they? It's complicated, but seems they can. Yeah, I know. I wouldn't understand. Just some things you start have to be finished. Easy. What was your father like? I didn't really know him. He died when I was just a boy. Look, he's on to something. Slow down. Stay on me now. Don't give up now. Let's keep moving. Pop, is Uncle really your uncle? Come on, we can't stop now. You can find him, Rufus. Die Frage nach Onkel wird er wohl nicht beantworten. Go on, Rufus! Slow up! You can't be tired already! Weiter geht's. Yeah, go on, Rufus! Hey! That's his signal!
Come on. Okay. Wölfe. Don't give up now. Let's keep moving. Ich sehe sie noch nicht. There you go. Keep your wits about you. Those wolves ain't afraid to defend themselves. Ja. Wo sind sie denn? Get him, Jack. Whoa. Ah, da hinten. Gotcha. Get in. Keep your head straight. So, einen haben wir noch. Oh, oh. Okay, alles klar. So, weiter. Noch mehr. Good work, son. Go on now, Rufus. Find the rest of them. You can't be tired already. Hey, watch it. Okay, Rufus will noch mehr. That ain't all the pack. There's gotta be more around here. Hold on. Come on. Whoa. Oh Gott, können wir hier runterreiten? Ja. Rufus weiß auch nicht, wo er hin will. Die Richtung. Flussaufwärts. Ah, den Weg kennen wir auch. Hier habe ich schon Biber gejagt. Jack kommt irgendwie nicht hinterher, habe ich das Gefühl. So, und es geht weiter. Gott, wo führt er uns hin, der Hund? Go get him, boy. There they are. Come on, son. Okay, wo haben wir sie? Noch sehe ich sie nicht. Ah, da ganz hinten, da ist das Rudel. Look out, Jack. They're attacking. Stay alert now. Haben wir sie alle? Sieht so aus, ne? All right. We should head back now. We got out further than I thought. Pass mal auf. Ich glaube, wir haben bestimmt noch eine Bärenbegegnung. Begegnung. That was some good shooting, son. So can I go out hunting by myself now? Hold on there, cowboy. You ain't ready for that yet. Ich kenne doch die Gegend hier. Ah, please, Paul. We'll go out again soon. Catch something nice for your ma to cook. I reckon I could kill a bear, no problem. I ain't gonna tell you again, Jack. You don't leave the farm without checking with me first, you hear? Yes, sir, I hear you. Habt ihr gehört, der Bär wurde schon erwähnt. Paul, can I ask you something? Of course. Ja. Were you a murderer? What? That place where they held it. Boss shot it at a guard one time, and he yelled that you were a murderer. Maybe. But I live my life believing there's a difference between killing and murdering. Not for the person who's dead. No. And I guess I've been both. That's how it goes. We all do what we have to survive. And sometimes it ain't pretty. And in the end, we pay the price for what we did. Like those rustlers who attacked our cattle? Exactly. Look, when I was a kid, things were different. Rules were different, but that's over now. Easy. Come. Oha. All we did was kill a few wolves. Well, I read a book about a father and son who robbed banks. One-Arm Willie, that was his name. I'm happy with my two arms, if you don't mind. Just imagine it, though. The son of Jack Marston, most wanted men in the West. And what about your ma? Well, I mean, we still come home. You live in a dream world. It ain't like they tell it in books. And it ain't no way to live life. It was ugly and brutal. All right, jeez. I was only joking around. You'll have a farm of your own. You can read and write. Don't waste your life, son. Don't live like I had to. Ob er das wohl beherzigt? Oder erleben wir möglicherweise in Red Dead Redemption 3 die Geschichte von Jack? Das ist dann aber gar nicht mehr Wilder Westen. Interessant wäre es aber schon.
Wieder daheim. Let's go. You turned into a decent hunter, son. But try to stay out of trouble. Irgendein Trouble wird es bestimmt noch geben. Okay, da haben wir die Nacht. Guck mal, wie spät es ist. Na, eigentlich erst halb neun oder was das war. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem ins Bett. Das ist jetzt nicht die Tageszeit für irgendwelche Abenteuer. Wir wissen ja, dass wir ein wunderbares Schlafzimmer hier haben. Abigail ist offenbar noch nicht müde. Dann werden wir uns mal ohne sie hier reinlegen. So, und 6 Stunden Schlaf reichen natürlich nicht. Also hauen wir uns nochmal hin. Und Abigail ist immer noch nicht im Bett. Alles klar. Nächster Morgen. Und sie steht am Herd. Okay. Aber ich denke, wir machen nochmal was mit Jack. Mal gucken, wie sich das mit ihm weiterentwickelt. Vielleicht gehen wir nochmal auf Jagd. Mal sehen. Oh, tatsächlich. Ah, das finde ich ein bisschen doof, dass die Bilder immer so ein bisschen spoilern. Das war bei Red Dead 2, glaube ich, nicht so. Da hat das nicht so richtig verraten. Da gab es auch gar keine Bilder, da gab es nur die Titel. Und die waren immer sehr inhaltsleer. Was ist es, old man? It's Jack. Poetisch. The kid. The kid. Well, I just saw him out in the valley. Seems your tales of hunting got the better of him. He said he was going up to the pass, track down that grizzly that's been seen up there. Oh, kid can't hunt a grizzly, thing will eat him alive. I know. I tried to stop him. But you're worthless as a lawyer at a lynching. Damn you, old man. This is my son. Anything happens to him, you wish it was you that bear attacked. Na, er hat uns wenigstens Bescheid gesagt. Okay. Okay, dann müssen wir dem Hund folgen. Rufus weiß Bescheid. Wobei wir vermutlich jetzt auch wissen, wo das ist. Onkel hat es uns ja gesagt. That's it. Good boy. Lauf, Rufus. Ein bisschen schneller, bitte. Jetzt haben wir ihn beinahe totgeritten, weil er plötzlich die Richtung gewechselt hat. What is it, Rufus? Are we close? Hurry, Rufus! Come on! Find Jack, Rufus! Hier hoch? Where is it? Hier waren wir doch auf Schatzsuche. Jack! Ach, wisst ihr was? Der ist da oben in der Höhle. Yeah. Natürlich. Wir hatten ja schon gemutmaßt, dass es eine Bärenhöhle ist.
Alles klar. Jetzt wäre er beinahe auch vom Berg gerutscht. Ja, zieh doch deine verdammte Schrotflinte, was soll denn das jetzt? Ey! Will der Bär mich verarschen? Haben wir ihn? Meine Herren! Just a boy. No, I'm not. I can skin an elk, break horses. Come on, let's get you home. Now hold tight. Let's go. You all right? Yeah. I think so. You're lucky to be alive, you stupid boy. What'd I tell you about going off by yourself? I go off by myself plenty. You just don't know about it. You're never around. So this is my fault? You disobeyed me. I was trying to prove myself. Prove what? By getting yourself killed? You're always telling me I read too many books, that I'm not a real man. I never said that. I just thought if I could do something you'd like, maybe you wouldn't go away again. Son, I ain't going anywhere. And believe me, neither are you for a real long time. Tja, das Schwierige zwischen den beiden ist, da irgendwie die richtigen Worte zu finden, habe ich das Gefühl. Also vor allem für John irgendwie. Come on. What's your mother gonna say? Nicht so richtig den Zugang. Please don't be angry. I ain't angry. I'm disappointed. Don't you ever run off on your own like that again. All right, I told you I was sorry. What would have happened if I hadn't come along? I don't know. I'd probably be dead. You'd be a pile of bones right now. What would you care? I'm just a nuisance to you anyway. That ain't true, Jack. I'd do anything for you, you know that. I guess there's only room for one hero in this family. Trust me, son, I ain't no hero. I'm just glad you're safe. Come on. Okay, das könnte auch natürlich ein Konflikt sein. Jetzt gibt es wieder irgendwie so eine Art Herr im Haus, der so ein bisschen einen auf Bestimmer sagt. Macht. Das war vorher wahrscheinlich nicht so. I'm not a little kid anymore. What were you doing at my age? Bad things. Things nobody should do. But your mom and me, we didn't have what you have. Yeah, yeah, I know. I should be grateful. I'm not asking you to be grateful. I'm asking you to do what I say before you get yourself killed. It's always one set of rules for you and another set for everybody else. You think I don't know what you did back in the old days? I'm not stupid. You could have fooled me. You think I didn't sit up and listen to Dutch and Bill telling all those stories? You think I don't know who you are? It ain't no secret I didn't get these scars falling over in church. But nobody tells me anything. You and Ma pretend like nothing happened. We just want a better life for you, son. Now rest. We'll have you home soon. Okay. Und in der Tat, wir sind doch schon zu Hause. Ja, ich glaube auch, er weiß mehr als John denkt. Und dieses Gequatsche immer, dafür bist du noch zu klein, zu jung, nicht alt genug. Das ist, glaube ich, nicht besonders hilfreich. Bei der Kindererziehung. I'm sorry I made you worry, Paul. Don't be too eager to grow up, son. Ain't as much fun as it looks. When you're ready to hunt bears, I'll take you. Yeah. 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 Yeah.
Aber wann ist er alt genug für so etwas? Schwer zu sagen als Vater, nicht wahr? Okay, damit verlassen wir John erst einmal wieder und werden das nächste Mal zu Abigail gehen. Mal gucken, was da so los ist. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.